Willkommen in meiner kleinen Werkstatt. Ich will euch zeigen, wie ihr diese Gabel einer Yamaha RS-125 auseinandernehmt. Nicht die ganze Gabel, denn das Ganze ist recht einfach. Es geht hier nur um diese Kappe, wie ihr diese rauskriegt. Bei den meisten ist das geschraubt, bei dieser eben nicht. Ihr dreht die Schraube unten raus, lasst das Öl ab und zieht das Standrohr unten aus dem Tauchrohr raus. Das Öl habe ich nun rausgelassen und das Standrohr im Schraubstock befestigt. Die Kappe hier lässt sich reindrücken, so kommt nachher der Federring zum Vorschein. Zum Rausnehmen des Federringes drücke ich nun den Deckel rein und befestige ihn hier. Nun kommt die Fummelarbeit. Den meisten Erfolg hatte ich hier mit dieser spitzigen Ahle. Diesmal will es nicht klappen. Ich versuche es mal mit dünnem Federblech. Eine Fühlerlehre dürfte es auch tun. Ja, so geht's. Jetzt kommt die Feder raus. Hein? Viel Glück. So. Und schauen, was da alles rauskommt. Hinten mit der Feder reindrücken. So. Da haben wir das Deckel. Rohr. Hülse. Unterlagscheibe. Feder. Bravo. Für alle, die sich beim Auseinandernehmen die Reihenfolge nicht genau merken konnten, hier nochmal alle Teile. Diese Feder kommt auf diesen Stößel. Hier ist eine Art Dichtungsring, dann die große Feder mit der verjüngten Seite nach unten, Unterlagscheibe, diese Hülse, Gummidichtring, Deckel und Sägering. Dieses Aluteil kommt unten auf diesen Stößel, hier unten Schraube mit Dichtring. Dichtring und Federsicherung. Das war's aus meiner kleinen Werkstatt. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Projekten.